Das Leben wird teurer. Die Inflation hat weltweit Rekordwerte erreicht. Benzin und Diesel, aber auch der Strom sind exorbitant teurer geworden. Das ist aber gerade deshalb eine Gelegenheit umzudenken und auf ein Elektroauto umzusteigen. Damit wird man Geld sparen und gleichzeitig den CO2-Ausstoß drastisch senken. Die Türkei entschied sich deshalb für die Produktion einheimischer Elektroautos. Es laufen auch Projekte für über 1500 Ladestationen im ganzen Land. Mit 5 Minuten Schnellladen kann man so wieder über 100 Kilometer fahren. Ein Elektroauto fährt viel günstiger als ein Auto mit Benzin- oder Dieselmotor. Die Stromkosten ab der eigenen Steckdose für eine Fahrt von 1000 Kilometern betragen mit einem Mittelklasse-Elektroauto in Deutschland rund 40 Euro. In der Türkei mit dem gleichen Auto umgerechnet sogar nur gerade 13 Euro. Bei Benzin- und Dieselfahrzeugen bezahlt man für die gleiche Strecke aktuell über 100 Euro. Elektroautos sind also nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch günstiger im Betrieb und in der Anschaffung. Das hat seinen Grund. Ein Elektroantrieb besteht aus viel weniger Teilen als ein komplexer Verbrennungsmotor. Also benötigt der Elektroantrieb auch weniger CO2 bei der Herstellung und ist auch weniger anfällig. Denn wo weniger dran ist, kann auch weniger kaputt gehen. Und weil man den Strom direkt aus der Steckdose bezieht, muss kein stinkender Tanklastwagen an jede Tankstelle im Land fahren und den Treibstoffvorrat auffüllen gehen. Auch der Bauer wird in der Türkei mit Elektrotraktoren ohne CO2-Ausstoß die Landwirtschaft betreiben können. Ein Elektroauto ist auch deshalb günstiger und umweltfreundlicher, weil es keine teuren Raffinerien mehr benötigt, welche Benzin und Diesel aufwendig mit Temperaturen von über 400 Grad herstellen müssen. Mit Elektroautos wird es nicht mehr nötig sein, das Rohöl von Bohrinseln mit Schiffen und Tankern zu den Raffinerien zu transportieren. Denn auch das schadet der Umwelt mehr als ein Elektroauto. Wegen Elektroautos muss man nicht mehr Erdöl aus 200 Metern Tiefe aus dem Boden pumpen und in Pipelines transportieren und deshalb auch noch Strom verbrauchen. Denn diese Pumpen benötigen viel Strom. Verbrennungsmotoren sind nicht effizient. Je mehr Elektroautos im Land herumfahren werden, umso günstiger wird auch der Akku sein. Dank der Batterie wird das Auto auch bei Seitenaufprall sicherer werden. Und alte Akkus können rezykliert werden. In der Türkei werden bald neue Generationen von Feststoffakkus aus Graphen und Borsalzen produziert, welche 1000 Kilometer Reichweite haben werden und nicht mehr brennen können. Bis dahin werden in der Türkei bereits die ersten Elektroautos vom Band rollen und im Land mit einem Anteil von über 55% erneuerbaren Energien wieder aufgeladen werden.